Ja, ich bin auf dem Weg zu einer Vernissage mit Charlie. Ah. Ich wollte mir nur schnell einen Kaffee holen. Ach, jetzt doch? Du hast die Bestellung vorhin storniert. Willst du jetzt doch einen? Ja. Ja, ich glaube, ihr kennt euch auch noch gar nicht. Bella, das ist Nina. Nina, das ist Bella, eine ehemalige Arbeitskollegin. Hi, freut mich. Hi. Ich gehe dann eben zahlen. Ah, alles klar. Tja, man sieht sich, ja? Ja, das Kicken heute war voll cool, oder? Ja. Also das nächste Mal gewinnen Helmut und ich, ganz sicher. Ja. Also, man sieht sich. Bitte schön. Dein Kaffee. Hey. Olli. Olli, gut, dass du da bist. Du musst mir bitte unbedingt helfen, an Andis Jacke zu kommen. Wieso? Ich muss da einen Brief rausholen, den ich reingesteckt habe. Warum? Damit er ihn nicht liest. Wieso steckst du ihn denn rein, wenn er ihn nicht lesen soll? Weil ich da einfach noch nicht wusste, was ich jetzt weiß. Bella, willst du dir was ausmachen, die Geschichte so zu erzählen, dass ich die auch verstehen kann? Das ist doch ganz einfach. Ich habe Andi einen Brief geschrieben. Was steht da drin? Das ist doch jetzt egal. Ja, es ist... Das war ein Liebesbrief. Quatsch, das war kein Liebesbrief. Ich habe ihm nur geschrieben, dass ich in ihn verliebt bin. Ja, das ist doch toll. Olli, das ist nicht toll. Ich habe ihn gerade in seine Jacke gesteckt und da kommt er mit dieser Nina aus der Umkleide. Boah, was weiß ich. Welcher Nina denn jetzt? Oh Gott, guck dir das hier an. Ach komm, du guckst hier auch nicht besser. Ich melde mich später bei dir. Okay. So, Fritscher, und wer ist das? Hm? Nina. Nina? Also auf einer Skala von 1 bis 10? Ganz oben. Mhm. Cool, sieht so aus, als wärst du endlich über Bella hinweg. Hm? Das stimmt irgendwie. Nur weil er jetzt vielleicht mit dieser Nina... Das heißt doch nicht, dass er dich gleich fallen lässt. Andi ist schon so lange nicht verliebt. Eben. Ist überhaupt nicht fair, wenn er jetzt erfährt, was mit mir los ist. Das wusstest du doch vorher selbst noch nicht. Ja, aber Andi war wirklich immer für mich da, wenn ich ihm die Ohren mit Tristan vollgeheult habe. Mit dieser Nina sah er richtig glücklich aus. Und du? Ich habe ein mieses Timing. Komm bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich muss an diesen Brief kommen, bevor er ihn liest. Na, was kriegst du? 6 Euro. Stimmt so. Sind diese Troller da bei euch im Wohnzimmer? Die Jugendamt überprüft Maxis Adoption. Schon komisch geguckt. Ja, weil wir ständig erzählen, dass wir in geordneten Verhältnissen leben. Und dann stapft hier ständig jemand anderes bei uns rein. Okay. Ich bin mir sicher, Andi hat die Jacke nicht hier gelassen, bei dem Wetter. Vielleicht hat er sie aber einfach gewechselt. Okay, vielleicht hat er sich geduscht, nachdem er mit Nina da im Bett... Ich hab nichts gesagt. Ach, Mist, die Jacke ist nicht hier. Was mache ich denn jetzt? Warten. Ich muss den Brief finden, bevor er ihn liest. Bella, das machst du jetzt nicht wirklich. Was für einen guten Zweck. Wow. Ja, eben. Olli, warum sagst du mir das denn nicht gleich? Was? Andi hat einen Reparaturjob bei euch jetzt im No Limits. Den muss Tristan ausgemacht haben. Und ich muss da jetzt mal hin. Ach, Bella. Hey, Charlie. Was für eine Vernissage. Es tut mir leid, das habe ich vergessen, aber ich kann jetzt wirklich nicht. Hier brennt echt die Hütte. Ich erkläre es dir später, ja? Danke. Ich schon wieder. Na, was machst du denn hier? Ich suche Olli. Der ist nicht hier. Ja.
Suchst du denn was? Nein. Hey, du wechselst den Trafo aus, ne? Ja. Ja, da steht ja schon der neue. Das ist echt spannend. Wollte ich schon immer mal machen. Ich meine, ich kann dir auch helfen. Das geht schneller, dann bist du hier früher raus. Yes! Perfekt. Danke. Da nicht für. Ja, hallo? Ja, gerne komme ich vorbei. Prima, dann bis gleich. Ach so, ja, das mache ich natürlich auch. Ja, auch das kann ich mitbringen. Ciao. Ja, bis dann. Warte mal. Danke. Danke, das war echt toll. Also, das ist der Mustard. Danke einfach. Na ja, zisch ab, du kannst sie doch nicht warten lassen. Ja. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber hätte ich mich noch umgezogen, dann hätte es noch viel länger ge... Scheint's ja kein Problem damit zu haben. Damit nicht. Das einzige Problem ist, es gibt keine Burritos. Nein, echt? Ach, Mist. Stimmt, ich habe Emilio noch im No Limits gesehen. Und jetzt? Lieber Andi, oh Mann, Briefe schreiben ist echt nicht meins. Ich sage die Dinge lieber gerade heraus. Ich kann ja manchmal reden wie ein Buch, aber irgendwie bekomme ich das momentan nicht hin. Also zumindest nicht bei dir. Was ich eigentlich sagen will, ich habe mich in dich verliebt. Die ist ja süß. Stimmt was nicht? Entschuldigung. Ich verstehe, dass mir das ziemlich spät aufgeht, aber besser spät als nie, oder? Hast du doch eine Freundin? Nein, da läuft nichts zwischen uns. Ich mache mich nur ab und zu zum Horst vor ihr. Ich will dich bestimmt zu nichts überreden, aber ich finde nicht, dass du ein Horst bist. Ich mag dich. Und ich hatte bis eben das Gefühl, dir geht es auch ein bisschen so. Ich finde es schön, dich näher kennenzulernen. Und vielleicht wirst du uns ja wenigstens eine Chance geben.
Vielleicht gibst du uns ja noch eine Chance. Bella. You wanna carry on with me now, baby. Tell me that you wanna keep it going on. I wish that.